So, hallo. Herzlich willkommen zu unserem Webinar. Inara, erstmal vielen Dank, dass du da bist. Ich komme gleich zu dir. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, kurze Einführung, wer ich bin. Ich bin Jennifer. Ich bin E-Commerce Search Specialist hier bei DoFinder. Wer uns nicht kennt, wir sind der führende Suchtechnologieanbieter im europäischen Raum und ich bin da eben für den Dachraum zuständig. Und ja, wir helfen eben, die interne Suche in den Online-Shops zu verbessern. Heute hier als Gast haben wir, wunderbarerweise, Inara Muradova. Danke fürs Hiersein. Ich sag kurz, was du so machst, wer du bist. Ja, also du erzählst uns ein wenig heute über Shopify SEO und bist absolute SEO-Expertin, Corporate-Bloggerin, Copywriter, Shopify-Expertin und Partnerin und auch Geschäftsführung deiner eigenen Agentur. Und zwar heißt die Inara Schreibt, SEO und Content Boutique. Ja, also im Endeffekt hilfst du Online-Händlern und anderen digitalen Unternehmen dabei, ihre Marke aufzubauen und ebenso eben vor allem das SEO-Ranking zu steigern. Also super, vielen Dank, dass du da bist, freut uns sehr. Ergänz gerne, was du möchtest, wenn du noch ein bisschen was zu dir selber sagen möchtest. Und dann im Endeffekt würde ich dich dann auch einfach gerne machen lassen. Ja, du hast uns eine Präsentation vorbereitet. Und ja, danke für die kleine Einführung. Ja, danke. Danke dir. Danke auch an DoFinder für die Einladung. Es freut mich auf jeden Fall sehr. Auch danke für die nette Introduction. Ich werde direkt loslegen, meinen Screen teilen, ein paar Worte zu mir erzählen. Danke an alle, die heute an unserem Webinar teilnehmen. Wir werden uns heute über Shopify SEO unterhalten. Auch ein bisschen praktischer. Wir werden auch mal in einen Beispielshop reinschauen und gucken, wie es da eigentlich so aussieht. Interessant für mich später auch natürlich zu wissen, was ihr so für interessante Themen habt, die euch beschäftigen in Bezug auf Shopify SEO. Guten Tag, Carlos. Und genau, und wir können am Ende auf jeden Fall eine Fragerunde machen. Erstmal erzähle ich euch und gebe euch ganz viel Input und hoffentlich überfordere ich euch nicht. Ich versuche, hallo Susanne, ich versuche auf jeden Fall langsamer zu sprechen. So. Dann teile ich doch mal direkt meinen Screen und hoffe, dass ihr gleich meine Präsentation, die ich vorbereitet, sieht. Ja, sieht man. Ich schaue. Ich sage dir Bescheid, falls man es nicht mehr sieht. Ah ja, perfekt. Okay. Perfekt, genau. Das ist unser heutiges Thema, Shopify SEO. Wir werden uns vor allem auf die Grundlagen konzentrieren. Wenn ein paar von euch, die dabei sind, die Grundlagen schon kennen und sich denken, ach schnarch, wir können uns natürlich auch mal über erweiterte Shopify SEO unterhalten. Ihr könnt mich also gerne anschreiben. Die Kontaktdaten werde ich euch am Ende einer Präsentation auf jeden Fall präsentieren. Aber zunächst, um uns alle auf die gleiche Page zu holen, machen wir ein bisschen Grundlagen. Stuff und ein paar kleine Worte zu meiner Wenigkeit. Ich, wie die Jennifer so nett gesagt hat, ich bin die Gründerin meiner eigenen Agentur, Inara Schreibt. Wir machen vor allem Content SEO ganz, ganz stark, vor allem in dem Shopify-Space. Das heißt, wir betreuen Marken wie Shopify selbst, aber auch ganz viele Shopify-Händler, Shopify-Partner wie Bilby, iFixit ist zum Beispiel ein Händler. Wir sagen aber natürlich auch nicht Nein zu allen anderen, die nicht aus der Shopify-Ecke kommen, denn SEO funktioniert eigentlich für alle relativ ähnlich. Wie genau das funktioniert, das werde ich euch auf jeden Fall gleich sagen. Und das, was wir machen, ist klar, mit Content SEO erreichst du definitiv Steigerung deines Rankings, wenn du es gut machst. Aber du kannst auch noch viel mehr damit erreichen, denn du kannst auch deine Conversion steigern. Du kannst deine eigenen Werte im Endeffekt definieren und sehen, die Kommunikation nach außen packen. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Jetzt werden wir uns heute auf einen relativ kleinen Teil dabei konzentrieren. Aber ihr könnt meine Wenigkeit gerne immer in diversen Medien verfolgen und genau über Kommunikation jeglicher Art erfahren. Was heute auf unserem Programm steht,
ist erstmal eine grobe Einführung, damit wir alle vom Gleichen sprechen, wenn wir von Suchmaschinenoptimierung reden. Ist ja doch keine Selbstverständlichkeit. Wir werden uns auch anschauen, was es eigentlich zu tun hat mit Content und was UX da für eine Rolle spielt und warum das alles für eine gute SEO-Strategie wichtig ist. Wir werden uns vor allem die Kriterien wir konzentrieren uns heute auf die Suchmaschine Google, da das nun mal die am weitesten verbreitete Suchmaschine ist. Deshalb schauen wir uns die Kriterien von Google an, die sie benutzen, um eine Seite zu bewerten. Natürlich werden wir uns auch mit Keywords beschäftigen. Ich werde euch ein paar Tools zeigen, die wir ganz gerne auch empfehlen, auch kostenlose Tools. Natürlich gibt es immer ganz viele kostenpflichtige, aber für den Anfang, wenn ihr erst damit anfangt, ist es eigentlich ganz gut, um reinzuschnuppern. Wir werden uns anschauen, wie diese gesamte Keyword-Implementierung funktioniert, vor allem, und hier kommt dieser praktische Teil, wir werden in ein Beispiel Shopify-Shop reingehen und ich werde euch zeigen, was für wichtige Felder es so gibt in Sachen SEO, die ihr zu befüllen müsst und wie genau dieses Keyword-Spiel da eigentlich funktioniert. Wir werden uns auch Linkstrukturen anschauen, also eine gute SEO großer Teil von SEO ist auf jeden Fall eine gute Backlink-Strategie. Es kursieren ganz viele Gerüchte darum und da werden wir heute so ein bisschen nachhaken und aufklären. Und dann werde ich euch noch eins meiner Lieblingstools zeigen, aber nur eine ganz kurze Einführung in die Search Console. Und dann werden wir das Ganze auch schon beenden, beziehungsweise enden mit der Fragerunde. Wir beginnen am Anfang und zwar: Was ist eigentlich Suchmaschinenoptimierung? Es gibt ganz viele Arten, diese SEO im Grunde zu beschreiben. Viele verbinden damit Technik, viele verbinden damit aber auch inzwischen Content. Was ist es eigentlich? Es ist im Endeffekt eine Mischung aus beidem. Früher hat SEO so funktioniert, du hast dann einfach irgendwie deine Webseite aufgebaut, hast ganz viele Keywords aneinandergereiht und hast dann den Traffic abgefangen. Inzwischen funktioniert das nicht mehr. Google hasst das. Googles Mission ist es, die Experience, die Erfahrung für seine Nutzer zu verbessern. Deshalb alles, was qualitative Inhalte betrifft, das alles ist SEO. Alles, was eine intuitive Nutzung auf der Webseite funktioniert, auch das ist SEO. Alles, was informative Inhalte betrifft. Also das heißt, wenn ich als Google-Nutzerin zum Beispiel nach Schuhen aus Merino-Wolle suche, möchte ich nicht unbedingt auf eine Seite kommen, wo einfach nur ein ganz viel Keyword-Spamming betrieben wird, weil dann verärgert es mich als Nutzerin. Ergo verärgert es Google. Solche Seiten werden abgestraft, also kann ich nur davon abraten, Black Hat SEO, so nennt man das, also bestimmte Praktiken, die einfach nicht adäquat sind, sag ich mal, zu betreiben. Also auf jeden Fall die Finger von lassen. Und was hat es mit Keywords denn zu tun, wenn man da jetzt kein Folgespam macht? Es ist eigentlich auch keine Wissenschaft, denn zum einen gibt es Tools, die dir sagen, welche Keywords deine Zielgruppe benutzt. Zum anderen benutzt auch einfach deinen menschlichen, gesunden Verstand und schreibst das, was im Endeffekt auf deiner Webseite vorzufinden ist. Wie macht man das denn? Ne? Weil es gibt ja nicht umsonst diese Tools und wie gehe ich genau damit um? Ihr habt bestimmt mal den Ausdruck gehört, Content is King. Warum ist Content eigentlich King? Weil genau durch guten Content, und das ist eben Googles Mission, guten Content zu promoten, alles, was guten Content produziert, nach vorne in seinem Google-Suchergebnissen dann im Endeffekt auch zu pushen. Genau das wird gemacht. Aber natürlich kann es keinen König geben, wenn das Volk nicht dahinter steht. Bedeutet, wenn du nicht weißt, was für Inhalte deine Zielgruppe interessiert, sind die Inhalte, die du produzierst, erfüllen nicht wirklich einen Zweck. Deshalb ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass man weiß, wer ist eigentlich
deine Zielgruppe? Und warum sind welche Informationen sind relevant? Und von welchen Informationen denkst du nur, sie wären relevant? Denn die Schwierigkeit bei solchen Geschichten ist, dass man auch aus der Perspektive des Webseitenbetreibers oder des Online-Shop-Betreibers manchmal gar nicht so richtig rausgehen kann. Man schreibt also irgendwie über News, über sein Unternehmen, dabei ist dein Unternehmen noch gar nicht bekannt und das ist eigentlich nicht das, was die Nutzer vorfinden wollen, wenn sie nach bestimmten Begrifflichkeiten suchen. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, seine beide Personen, also seinen Wunschkunden zu kennen. Dafür, ich meine, auch das ist ein großes Thema, wie erstelle ich eine Buyer-Persona, ist eigentlich ein separates Webinar im Endeffekt wert. Wenn du ganz frisch startest und dein Online-Shop jetzt sich gerade erst im Aufbau betrifft, so viel sei gesagt, mach Marktforschung, schau dir an, welche Mitbewerber gibt es online, die für deine Suchbegriffe gut ranken. Haben sie schon Bewertungen integriert? Schau mal, wie sie auf Social Media auftreten. Gibt es schon irgendwelche Kundenstimmen und kannst du ein Gefühl dafür bekommen, wie wirklich deine Zielgruppe aussieht? All das packst du in so ein Profil. Kannst auch mal schauen und nach Buyer Persona Templates googeln. Es gibt ganz viele davon, zum Beispiel eine von HubSpot, mit der, als ich vor 7 Jahren gestartet habe, habe ich genau da auch im Endeffekt gesucht und bin fündig geworden. Aber unbedingt machen und diesen Schritt nicht vernachlässigen, weil sonst wird aus der Strategie einfach nur irgendwie ein Gestochere mit Keywords und dann bringt dich das einfach nicht weiter. So, wie genau die Frage, die man sich stellt, naja, was kann ich denn aber eigentlich tun? Aus Googles Sicht, um meine SEO-Strategie so anzuordnen, dass ich genau das Richtige tue. Ne? Viele von uns haben ja einfach auch die Angst, ich mache dann einfach irgendwelche Sachen, ich habe aber eigentlich keine Ahnung von SEO und dann mache ich das falsch. Google agiert natürlich nicht einfach irgendwie beliebig. Früher hatte man das Gefühl, weil es gab diesen Google-Algorithmus und der hat dann einfach Webseiten, Online-Shops irgendwie bewertet. Niemand wusste ganz genau, wie das war. Man hat dann Tests gemacht und alles glich so einer Art Alchemie. Inzwischen ist das nicht mehr so, denn es gibt Search Quality Evaluator Guidelines. Diese Guidelines sind im Endeffekt ein großer 90-seitiger Schinken, der dir ganz genau erzählt, was Google auf einer vor allem E-Commerce ausgerichteten Webseite erwartet und was Google dann nicht erwartet und wie genau deine Seite dann eben geratet wird. Dieser Fragenkatalog, der dient natürlich nicht dem Algorithmus, sondern der dient Menschen. Denn Google hat inzwischen Menschen eingestellt, sogenannte Quality Rater, also diejenigen, die die Qualität einer Webseite bewerten und die schauen sich diese Guidelines an, haben sie natürlich verinnerlicht, gehen diese Guidelines durch und schauen, aha, hat dein Shop diese Kriterien erfüllt? Nein, ja. Und so wird im Endeffekt das Ranking aufgestellt. Wir werden uns das gleich aber ein bisschen genauer angucken. Denn hier nochmal kurz zur Googles Mission, dass das auch ja niemand vergessen hat in den letzten 5 Minuten. Google will die beste Erfahrung für seine Nutzer schaffen. Deshalb schaffen es sehr gute Webseiten, die eine tolle Nutzererfahrung ihren Besuchern bieten, schaffen es auch ganz weit nach vorne, weshalb es auch nicht unbedingt nötig ist, beziehungsweise weshalb es möglich ist, für kleinere Shops auch an größeren Shops vorbeizuziehen in der Google-Suche, wenn sie sich die entsprechende Mühe geben. Und wobei genau wir uns diese Mühe geben, das sehen wir hier in dieser Tabelle, denn die erklärt, wie genau Google eigentlich so eine Seite bewertet. Jetzt gehen wir mal durch. Wer ist das? Das ist Hans. Sagen wir mal, Hans ist unser Quality Rater heute. Und der schaut sich heute eure Seite an und bewertet sie dann entsprechend nach diesen Guidelines, von denen wir gerade gesprochen haben. Was schaut er sich denn dabei an? Zum einen schaut er sich die Suchintention an. Was ist eine Suchintention? Wenn ich jetzt bei Google nach Schuhen aus Merino-Wolle
google, dann habe ich natürlich eine bestimmte Vorstellung davon, was ich bei Google da vorzutreffe, wenn ich nach diesem Begriff google. Ich will, wahrscheinlich will ich so solche Schuhe kaufen. Vielleicht will ich mir auch einfach mal anschauen, was es so für ein Angebot gibt. Wenn ich Schuhe aus Merino-Wolle Pflege eingebe, suche ich wahrscheinlich nach bestimmten Tipps, wie genau, ich habe wahrscheinlich schon Schuhe, ich bin also nicht unbedingt im Kaufmodus, aber ich will wissen, wie ich sie pflege. Und wenn ich einen bestimmten Link dann in den Google-Suchergebnissen sehe und darauf klicke und dann aber nicht vorfinde, die Informationen, die ich da eigentlich erwarte, dann verlasse ich die Seite wieder. Und das ist ein Zeichen an Google, für die Qualität, beziehungsweise, ja doch, die Qualität im Endeffekt der Seite. Denn das, was du an Keywords hier bedient hast, wofür du gerankt bist, das hat aber gar nicht die Suchintention getroffen. Das heißt, auf dieser Skala hier wird Hans dann entsprechend sagen, okay, Needs Met Rating, ne, die Bedürfnisse, die Erwartungen wurden getroffen, fully, oder wurden Fails to Meet, also wurden überhaupt nicht getroffen. Das ist so die Skala, auf der sich Hans das Ganze anschaut. Der schaut sich aber natürlich auch nicht nur die Suchintention hinter einem bestimmten Suchkeyword an, sondern der schaut sich auch deine Seite an. MC steht für Main Content, SC steht für Supplementary Content, also neben sozusagen neben Content, und Ads steht eben für Werbung. Das Ganze werden wir uns gleich auch nochmal genauer anschauen, was es genau bedeutet. Aber wie genau bewertet Hans denn jetzt meinen Hauptcontent? Das macht er, indem er sich Eat anschaut. Also hier diese Kriterien. Hier waren SERPs, also hier befinden wir uns in der Google-Suche und hier befinden wir uns auf deiner Webseite. Ja? Und EAT steht dabei für Expertise, Autorität, und T für Trustworthiness, also für Vertrauen. Der schaut sich zu jedem dieser Punkte, gibt es da natürlich bestimmte Dinge. Was ist Expertise? Was ist Autorität, was ist Vertrauen? Es gibt bestimmte Faktoren, an denen Hans dann bewerten kann, ah ja, okay, diese Seite, die zeigt auf jeden Fall Expertise auf seinem Gebiet oder die zeigt auf jeden Fall Autorität oder eben diese Vertrauenssache. Das schauen wir uns in einem kleinen Augenblick an und dann kann Hans hier bewerten, okay, diese Seite hat eine sehr hohe Page Quality, also eine sehr hohe Seitenqualität, oder dann eben eine sehr, sehr niedrige. Was sind Hauptinhalte, Nebeninhalte und Werbung? Ein bisschen erklärt es sich ja schon von alleine, aber wir werden trotzdem ganz kurz darauf eingehen. Der Hauptinhalt der Seite beantwortet im Endeffekt, was diese Seite hier eigentlich tut. Wenn du jetzt also Schuhe aus Merino-Wolle verkaufst, dann sollte aus der Seite, aus dem Hauptinhalt der Seite hervorgehen, dass du Schuhe aus Merino-Wolle verkaufst. Es sollte auch hervorgehen, dass du hier sicher diese Schuhe auch wirklich einkaufen kannst. Und es sollte aus der Seite auch hervorgehen, wer hinter dieser Seite eigentlich steckt. Das heißt, kann ich dieses Unternehmen kontaktieren oder nicht, zum Beispiel. Der Nebeninhalt, der sorgt für die sogenannte User Experience. Das heißt, der sorgt für die reibungslose Nutzererfahrung. Elemente wie zum Beispiel eine intuitive Navigation gehören dazu. Es gehören aber auch zum Beispiel so Cross-Selling-Produkte dazu, die ich neben diesem Hauptprodukt der Merino-Wolle verkaufen kann, vielleicht zum Beispiel Pflegeprodukte. Aber auch Social Buttons, damit die Leute erkennen, okay, das Unternehmen existiert wirklich, da sind Menschen hinter, die geben sich Mühe, die leben auch in den sozialen Medien. Ich kann die also auf mehreren Plattformen kontaktieren, oder es gibt sogar Kommentare von anderen Kunden, die natürlich zusätzlich als Trust-Element dienen. Unter Werbung versteht man hier nicht unbedingt gekennzeichnete Werbeanzeigen, weil wer macht schon Werbeanzeigen auf seinem eigenen Shop? Das macht man ja eigentlich auf anderen Plattformen für seinen eigenen Shop. Aber darunter
sind zu verstehen, zum Beispiel Affiliate-Links, die eine Seite nutzt oder Spendenaufrufe. Und diese Affiliate-Links werden ebenfalls sich angeschaut und ebenfalls geratet. Und überwiegen zum Beispiel Affiliate-Links oder Spendenaufrufe das Volumen auf einer Seite. Und es ist dann nicht der Hauptinhalt, der sehr präsent ist, sondern dann eben die Werbung, wird das wiederum als eine niedrigere Qualität eingestuft. Das habe ich gerade erwähnt. Kontaktinformationen und über uns sind wahnsinnig wichtig für Quality Rater, denn diese Kontaktinformationen und eine umfangreichere über uns sagt eben aus, dass da jemand hinter ist, den ich kontaktieren kann. Wenn irgendetwas bei meinem Kauf schiefläuft, dann weiß ich, diese Person steht dafür gerade. Und da kann ich sicher einkaufen. Also überall, auf jeder Page, wo Transaktionen stattfinden, sind diese Informationen ganz, ganz, ganz wichtig und auf keinen Fall zu vernachlässigen. Das EAT-Prinzip, nachdem die Quality Rater im Endeffekt deine Webseite bewerten, hatte ich gerade schon angedeutet. EAT steht für Expertise, Autorität und Vertrauenswürdigkeit. Tatsächlich ist dieses EAT-Prinzip, kann auf jeden Fall auch ein ganzes Webinar einnehmen. Deshalb werde ich versuchen, das relativ kurz zu halten. Und falls ihr da ein bisschen tiefer einsteigen wollt, ihr könnt bei uns auf dem Blog nachschauen oder an einem E-Check teilnehmen. Die sind tatsächlich auch kostenlos im Moment noch bei uns für eine kurze Zeit. Also wenn ihr da ein bisschen mehr drüber erfahren wollt, dann schreibt uns gerne an. Aber wir werden erstmal uns damit beschäftigen, was genau das ist. Also Expertise. Wie genau kannst du Expertise auf deiner Page zeigen? Zum Beispiel der Quality Rater schaut, okay, du verkaufst Schuhe aus Merino-Wolle. Bist du denn auch wirklich der Hersteller dieser Schuhe? Wenn du der Hersteller bist und das aus der Seite hervorgeht, ist für den Quality Rater das genau ein Indiz dafür, dass du auch tatsächlich Experte auf diesem Gebiet bist. Logisch eigentlich, ne? Die Autorität einer Webseite, die wird zum Beispiel gemessen an Kooperation, die du schließt. Na, also wenn es schon Akteure gibt in deiner Branche, die eine gewisse Bekanntheit haben, von denen du oder auch deine Besucher der Webseite wissen, okay, das ist auf jeden Fall, den kenne ich auf jeden Fall. Es geht noch nicht mal in Richtung des Influencer-Marketings, sondern es geht um Backlinks. Da werden wir uns gleich noch mit beschäftigen. Aber wenn jemand mit Autorität auf deine Webseite verweist, ist das definitiv ein Indiz für die Quality Rater von Google, dass deine Webseite Autorität hat, genießt, dass du jemand bist, dem man auch Vertrauen schenken kann. Und da sind wir auch schon wieder beim Punkt Vertrauen. Andere Dinge, die Vertrauen erwecken, sind natürlich auch sowas wie Bewertungsportale. Also alles, was du für deine Online-Reputation schaffen kannst, ob das Testimonials sind, ob das Case-Studies sind mit Kunden, die bereits bei dir eingekauft haben und die glücklich sind, sind auch Gold wert und geben auch deinen Besuchern zu verstehen, hey, hier kannst du auf jeden Fall safe einkaufen. Nicht nur das, aber auch das ist eine Marke, die ist es wert, unterstützt zu werden. Auch da sind wir gerade drauf eingegangen, also überfordere deine Kunden nicht, achte darauf, dass der Hauptinhalt überwiegt und nicht Werbung überwiegt. Sei auf jeden Fall transparent, zeige, wer deine Mitarbeiter sind und warum sie bei dir einkaufen sollten und verfasse, wenn du Content verfasst, zitiere unbedingt aus glaubwürdigen Quellen, denn auch diese werden nachverfolgt. Belege auf jeden Fall alles mit Fakten, denn auch das ist auf jeden Fall ein Trust-Element und ein wichtiges sogar dazu. Was hat es mit der Website-Reputation auf sich? Gerade habe ich das schon angerissen. Hier geht es tatsächlich um sogenannte Backlinks. Also ihr seht hier, das hier ist der Balken für das Rating deiner Website oder die Reputation. Und wenn viele Webseiten auf dich verweisen,
bedeutet das für Google automatisch, aha, ein Verweis bedeutet im Endeffekt wie eine Empfehlung. Das fungiert als eine Empfehlung. Und wenn Google sieht, oh, da sind aber ganz viele Empfehlungen, dann muss es ja eine gute Qualität haben. Aber damit dieser Balken hier grün bleibt und nicht ins Rote überschlägt, muss man sich mit den sogenannten Backlinks beschäftigen, also diesen Weiterempfehlungen von anderen Seiten, den Links, die auf deine Webseite verweisen. Und zwar habt ihr euch so ein bisschen in die SEO angelesen, habt ihr bestimmt was von Backlink-Aufbau und Backlink-Strategien gehört. Das Problem dabei und auch noch ein Überbleibsel aus ferner Zeit, die ein bisschen einfacher war, um den Google-Algorithmus auszutricksen. Es existieren immer noch Unternehmen, die Backlinks einkaufen und dir also ganz viele Empfehlungen schenken. Aber wenn die Backlinks gar nicht aus deiner Branche sind, dann nützen sie dir sehr, sehr wenig. Die nützen dir etwas für kurze Zeit, wenn Google deine Seite noch nicht indexiert hat und auch noch nicht gecheckt hat, ah, okay, da ist irgendwas Künstliches passiert. Wenn Google, aber sobald Google screent, dann kann das ganz, ganz böse enden. Mit böse enden meine ich, im schlimmsten Fall wirst du aus dem Index ausgeschlossen. Also bemühe dich am besten, wenn du an Backlinks kommen willst, wenn du an Empfehlungen kommen willst, auch wieder gesunder Menschenverstand. Wie kommt man auf eine Empfehlung? Indem man seine Sache gut macht, indem man ganz organisch Kooperationen schließt, sich vernetzt, zum Beispiel Gastbeiträge schreibt. Gastbeiträge sind immer noch ein super beliebtes Mittel, um an Backlinks zu kommen. Und das ist irgendwo auch ein schöner Schritt, denn meistens tauscht man vielleicht sogar Gastbeiträge aus, aber du schenkst einem Unternehmen etwas und bedankt sich das Unternehmen im Endeffekt mit einem Backlink auf deine Webseite. Kauf auf keinen Fall Links ein, denn sonst bist du ganz schnell ganz oben zwar, aber du fällst auch ganz, ganz weit runter. Und wenn du einmal aus dem Index ausgeschlossen bist, dann ist der Aufbau der Online-Reputation richtig, richtig schwer. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar zu den Keywords. Wir haben es ja schon irgendwo angerissen. Keywords sind klar Suchbegriffe, die die Leute dann eben in eine Webmaschine eingeben. Was muss man denn genau über diese Keyword-Geschichten wissen? Auf jeden Fall musst du auch wieder gesunder Menschenverstand, das ist der rote Faden heute, wie ihr merkt, ihr müsst eure Kunden kennen. Kennt also die Bedürfnisse, wenn ich genau weiß, okay, ich verkaufe Schuhe aus Merino-Wolle und die Leute fragen mich immer danach, wie ich eigentlich diese Schuhe pflege, ob ich sie in die Waschmaschine tun kann oder ob ich sie jetzt bei 30 Grad total ruiniere, dann ist das eine Sache, die ich auf jeden Fall beachten will. Ne? Dann ergibt sich, und wenn ich dann darüber schreibe auf meiner Webseite, ergibt sich das ganz automatisch, dass ich ein Keyword bediene. Wenn ich jetzt ganz, ganz frisch starte und es fällt mir unheimlich schwer, die Fragen meiner Zielgruppe zu antizipieren, weil es kamen ja noch keine Fragen, ich habe noch kein Produkt verkauft, dann kann man sich so ein bisschen das Ganze irgendwo im Kopf natürlich auch durchspielen. Freunde, Kollegen fragen, was würdet ihr, wenn ihr dieses Produkt jetzt kaufen würdet, was würdet ihr da benutzen? Und dann gibt es ganz interessante Tools, die euch im Endeffekt helfen, so ein bisschen auf die Sprünge auch helfen. Zum Beispiel sind solche Tools, und ich gehe hier mal eben raus und wechsle über Suggest. Ich hatte ja erzählt, ich zeige euch heute ein, zwei Tools. Über Suggest ist kostenlos. Ihr könnt, ich glaube, pro Tag könnt ihr, also es gibt natürlich auch eine kostenpflichtige Version, aber pro Tag könnt ihr auf jeden Fall 3 Anfragen benutzen. Und dann google ich doch jetzt einfach mal, beziehungsweise ich google nicht, ich suche jetzt einfach mal nach Schuhe Merino-Wolle. Und dann will ich, dass Übersuggest mir im Endeffekt vorschlägt, was gibt es so für Keywords um diesen Suchbegriff drumherum, weil das ist ja das, was ich verkaufe. Und ich möchte gerne wissen, wofür interessieren sich die Leute, wenn sie nach diesem Begriff suchen. Ganz häufig werdet ihr bei solchen Tools natürlich feststellen, dass ganz viel auch nach bestimmten großen Marken gesucht wird,
die diese Schuhe bereits verkaufen oder das Produkt bereits verkaufen. Und genau, und dann denke ich mir, ja gut, wie baue ich jetzt hier drum herum? Aber ihr seht, genau das passiert. Ne? Gießwein ist ein großer Verkäufer der Schuhe aus Merino-Wolle, deshalb taucht er hier auf. Aber ich sehe auch so etwas wie Schuhe, Merino-Wolle, Damen, aha, Babyschuhe, interessant, das gibt mir vielleicht zu denken, neue Produktentwicklung. Oder ich schreibe vielleicht dazu, sind die Merino-Wolle-Schuhe überhaupt für Babys geeignet oder nicht? Kann man auch machen, könnte tendenziell interessant sein für Kinder. Sind die Merino-Wolle-Schuhe wasserdicht? Aha, das gibt mir wiederum zu denken. Darüber könnte ich definitiv schreiben, ob das jetzt so wirklich passt oder nicht. Schweiz, okay, was könnte damit, was ist wohl die Suchintention dahinter? Naja, vielleicht werden diese Schuhe nicht in die Schweiz geliefert oder vielleicht doch. Darüber könnte ich ebenfalls informieren. Ich könnte auch Erfahrungen schreiben, also zum Beispiel Case Studies mit reinbringen, welche Kunden haben diese Schuhe bereits ausprobiert und was sind so die Berichte, Waschen. Okay, das gibt mir ebenfalls zu denken. Also ihr seht, es gibt auf jeden Fall ganz viele Brainstorming-Ideen, die dann da in den Kopf springen, wenn man sich so eine Liste anschaut. Was macht man denn dann mit so einer Liste, wenn man, wenn man sie durchgegangen ist und jetzt auch was Sinnvolles damit machen will? So, ich war schon durch. Was macht man damit? Man erstellt am besten, pickt man eben das, was für einen am wichtigsten erscheint. Ne? Also die Pflege, das Wasserdichtsein, beziehungsweise man clustert so ein bisschen diese Keywords. Oder in Deutsch, auf Deutsch gesagt, man kategorisiert sie. Was für Kategorien sind denn sinnvoll? Zum Beispiel konvertierende Keywords. Konvertierende Keywords sind also alles, wo eine Transaktion anschließend vermutet wird oder suchintentioniert wird. Bedeutet Merino, Schuhe aus Merino-Wolle kaufen, Schuhe aus Merino-Wolle bestellen. Das sind alles konvertierende Keywords, denn sie vermuten auf jeden Fall eine Handlung dahinter. Packt die alle in eine Kategorie und überlegt euch, wo sind diese Keywords am sinnvollsten. Am sinnvollsten wären solche Keywords natürlich auf den Produktseiten, also da, wo die Conversion auch wirklich stattfindet. Also packt sie auf jeden Fall auf die Produktseite und arbeitet damit nicht in zum Beispiel FAQs oder in einem Blog, weil da werden eher informative Inhalte erwartet. Ne? Sowas wie, sind die wasserdicht? Wie sieht's aus mit der Pflege? Kann ich die waschen? Solche Geschichten könnt ihr alle zum Beispiel in einen Blog packen oder ihr sagt, okay, ich will einen gesamten Pflegeteil machen, weil da kommen so viele Fragen dazu, es lohnt sich. Also hier auch wieder gesunder Menschenverstand. Es gibt natürlich ganz viele Einheiten, je nachdem, was für ein Produkt ihr verkauft, was ihr so in dieser Liste, die wir uns gerade beispielhaft angeschaut haben, findet. Also diese Keywords gerne einfach kategorisieren. Und nach der Intention im Endeffekt unterteilen. Andere Tools, die ihr nur nutzen könnt, neben Übersuggest, ist so etwas wie SEOLIZE. Auch die haben eine schöne Testphase, ich glaube von einem Monat, die man benutzen kann. Und danach wird das Ganze über eine kleine Fee abgerechnet. Ihr könnt aber auch selbst Google Suggest, also die eigentliche Google-Suche, benutzen. Denn da werden auch schon ganz viele Fragen aufkommen. Ihr seht dann immer oben kommen, wenn ihr nach so ein bisschen nach spezifischeren Fragen googelt, ne? Sowas wie Pflege oder wasserdicht, dann werdet ihr sehen, Nutzer suchten auch und dann seht ihr schon so bestimmte Vorschläge, die Nutzer hatten und Fragen, die sie dazu stellen. Auch das gibt euch wiederum zu denken und auch damit könnt ihr wiederum sinnvoll euren Webshop befüllen. Aber Achtung vor Keyword-Kannibalisierung. Was bedeutet das? Wenn ihr also das ein und dasselbe Keyword auf mehreren Seiten verwendet, also ihr habt Schuhe aus Merino-Wolle kaufen und das verwendet ihr auf eurer Startseite, auf den Produktpages und dann packt ihr das auch noch in den Blog,
dann weiß Google im Endeffekt nicht, naja, das sind jetzt drei Pages und die haben all und dasselbe Keyword die ganze Zeit im Visier. Welche Seite davon ist denn nun die relevanteste für den Nutzer? Und wenn ihr Google diese Entscheidung überlasst, dann wird Google sich im Zweifel für einen Akteur vielleicht sogar entscheiden, bei dem es ganz, ganz eindeutig ist. Deshalb Vorsicht vor Keyword-Kannibalisierung, nutzt das Keyword, das ihr euch ausgesucht habt, auch wirklich auf einer Seite aus, packt aber natürlich nur nützliche Informationen hin. Weniger ist tatsächlich bei dieser Keyword-Geschichte mehr. Also eine Seite pro Keyword. Und was noch ganz, ganz, ganz wichtig ist, vergesst nicht, dass Google inzwischen auch weiß oder Synonyme erkennen kann. Das heißt, wenn ihr Synonyme für euer Produkt identifiziert habt, ne, in Deutschland nenne ich jetzt den Schnuller Schnuller, in der Schweiz nenne ich den, der hat irgendein witziges Wort, das fällt mir gerade nicht ein, aber ich nenne ihn auf jeden Fall anders. Benutzt ruhig diese Wörter, die eure Zielgruppe auch benutzen würde. Benutzt Synonyme. Es muss kein Keyword-Spamming mehr sein. Es muss kein Keyword-Clustering mehr sein. Google ist inzwischen sehr, sehr, sehr schlau, so etwas zu erkennen, weil auch Menschen die Webseiten inzwischen bewerten. Ich habe euch versprochen, wir machen einen kleinen praktischen Teil, denn es gibt 5 Bereiche für die Implementierung der Keywords, die ihr jetzt zuvor identifiziert habt. Und das sind diese 5 Bereiche. Metatitel, Metabeschreibung, H1, Bilddateien, Alt-Attribute und der Seiteninhalt. Was das genau bedeutet, dazu wechsle ich jetzt einmal in einen Beispiel-Shop. Das hier ist das Backend von Shopify. Ne, hier steht der Name von einem Shop, zum Beispiel eurem, ein toller Shop. Und hier könnt ihr jetzt die Keywords, die ihr zuvor identifiziert habt, auch wirklich implementieren. Zum Beispiel legt ihr ein Produkt an. Über Produkt hinzufügen, wie gesagt, ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet, damit das etwas schneller geht. Schuhe aus Merino-Wolle, um bei dem Beispiel auch wirklich zu bleiben. So, der Seitentitel bzw. der Metatitel. Hier habt ihr, gehen wir das einfach mal chronologisch durch, von oben nach unten. Das hier ist der Seitentitel. Das ist also der sogenannte H1. Der H1, es gibt immer nur ein, sollte nur ein H1 pro Seite geben und hier sollte auf jeden Fall euer Hauptkeyword auftauchen. Also hier Schuhe aus Merino-Wolle. In dem Seiteninhalt, den findet ihr hier in diesem Teil, der sich Beschreibung nennt. Hier sollten eure Hauptkeywords oder das Hauptkeyword für diese Seite ebenfalls rein. Natürlich, weil wenn ihr Schuhe aus Merino-Wolle hier vorstellen wollt, kommt ihr nicht ohnehin, die Wörter Schuhe aus Merino-Wolle in der Beschreibung zu benutzen. Natürlich, auch wiederum gesunder Menschenverstand. Hier habe ich euch ein paar Tipps zusammengefasst, die ihr bei so einer Produktbeschreibung beachten könntet. Drückt euch nicht zu lange aus, aber auch nicht zu kurz. Bietet euren Kunden eine Mischung aus einer Kurz- und einer Langfassung. Macht also schön gerne auch Stichpunkte, bereitet aber auch eine Langfassung vor für all die, die es einfach genauer wissen wollen. Spart da nicht, denn das sind eure wichtigsten Seiten. Konzentriert euch auf jeden Fall eher auf den Nutzen statt auf die Funktionen. Die Keywords immer natürlich nur sinnvoll, also schreibt den Text, guckt euch das danach an, habt ihr dieses Hauptkeyword benutzt oder nicht. Wenn nein, könnt ihr immer noch nachschrauben, aber vielleicht euch auch fragen, warum ihr dieses Hauptkeyword nicht benutzt habt, weil es ist halt, das wollt ihr ja verkaufen. Verwendet unbedingt Synonyme, das hatte ich gerade schon gesagt, und versucht so hilfreich wie möglich zu sein. Wenn ihr also wisst, dass
zu diesem Produkt eine bestimmte Frage kommt, zum Beispiel die Pflege nach solchen Merino-Wolle-Schuhen, dann packt die auch schon mit in die Beschreibung. Die Leute werden es euch danken, denn das könnte ein Grund sein, ein Hindernis sozusagen bei euch einzukaufen. So, wir haben den H1, wir haben den Seiteninhalt und dann scrollen wir einfach hier runter. Jede Page bei Shopify hat diese Sektion hier. Das ist die Vorschau des Suchmaschineneintrags. Bedeutet, so wie es hier steht, genau diesen Part wird es bei der Google-Suche geben. Wenn ihr also für dieses Keyword ranken wollt, hier habe ich auch das Kaufen implementiert, konvertierend, dann wird das hier so erscheinen und fragt euch, würde ich als ein Akteur, der noch nie was von meiner Marke gehört hat, würde ich jetzt auf diesen Part hier klicken? Ist es das, was meine Suchintention mir suggeriert, wenn ich nach Schuhen aus Merino-Wolle kaufe? Vielleicht google oder nicht. So, der nächste, das ist hier tatsächlich ein bisschen irreführend bei Shopify, denn der Seitentitel, der eigentlich der H1 ist, ist hier eigentlich der Metatitel. Also das, was ihr hier in der Vorschau des Suchmaschinenrankings, das ist der Metatitel. Und hier habt ihr eine Zeichenbegrenzung. Auch hier so ein bisschen tückisch mit den 70 Zeichen, weil es ist eigentlich gar nicht so richtig wahr. Denn es geht eigentlich immer nach Pixelanzahl. Ne? Also ihr habt eine bestimmte Pixelanzahl. Hier bei einem Seitentitel ist das, habe ich mir aufgeschrieben, 524 Pixel ist das. Das entspricht ungefähr 25 bis 65 Zeichen. Kann sich natürlich auch ändern, je nachdem, welches Format ihr benutzt, Desktop oder mobil. Prüft also immer, bevor ihr euren Shop veröffentlicht oder wenn ihr euren Shop veröffentlicht habt, wie ist das in den unterschiedlichen Versionen zu sehen, auch in der Suchmaschinenversion auf jeden Fall. Bei der Beschreibung sind es sogar noch weniger. Es sind 156 Zeichen ungefähr in der Desktop-Version, in der mobilen Version etwa 150. Also habt das auf jeden Fall immer im Blick. Und auch hier benutzt natürlich das Keyword, denn das ist ja das, wonach die Leute dann auch suchen. Ne? Die Schuhe aus Merino-Wolle, wenn sie danach suchen, wollen sie das auch vorfinden. Denn auf jeden Fall hier benutzen, denn dieser Part, das ist das Erste, was ihr hier seht. Wo sollte das Keyword also noch hin? Hier habe ich das glatt übersprungen, aber hier. Das ist der Part, wo ihr das Bild reinpackt. Das habe ich hier jetzt schon hochgeladen. Aber wir können das einmal durchmachen, denn hier habe ich das schon so ein bisschen vorgesaved sozusagen für euch. Und ihr seht hier, das ist das Bild, das ich hier hochgeladen habe. Und ich habe diesem Bild den Namen Schuhe aus Merino-Wolle verpasst. Denn das wird tatsächlich von Google ausgelesen, ist also auch wichtig, dass man hier mit Google in einer Sprache kommuniziert, welche Google versteht. Das wird vom Algorithmus ausgelesen, also auf jeden Fall den Bilddateien einen entsprechenden Namen verpassen, statt nur irgendeine Produktnummer, die Google erstmal nicht zuordnen kann. Ich meine, inzwischen geht das natürlich schon sehr gut mit der Bildidentifikation von Google, aber sicher ist sicher. Genau. Wo sollte das Keyword noch hin? Ihr seht hier, dieser Part hier, das ist die URL. Die URL, die automatisch kreiert wird hier von Shopify. Die könnt ihr beeinflussen, wenn ihr, ich meine, jetzt hier steht das wunderbarerweise schon genauso, wie ich es eigentlich haben will. Na, Schuhe aus Merino-Wolle. Das ist da mein Keyword und auch in der URL sollte das Keyword vorkommen, denn auch da bin ich mir dann sicher, dass Google versteht, was auf dieser Page hier eigentlich verkauft wird, sie im besten Fall als qualitativ hochwertig einstuft und dann meinen Nutzer an meinen Besuchern dann eben rausspielt. So, gehen wir zurück. Kurz, ja. Yeah.
Ja. Und jetzt, wo wir gerade dabei sind, weil ich gerade gesehen habe, dass Susanne da, bevor wir sie überspringen, ja, dass ihr da eine Sache nicht ganz klar war, sie meint, ja, sie verkauft Halsketten und hat viele verschiedene. Das Keyword, ja, ist dann immer Halskette, wie sie das, ja, da in dem Fall verändern soll. Ich glaube, da ging es um diesen, ja, und die Kannibalisierung, mhm, auch. Ja. Da du ja bestimmt unterschiedliche Halsketten verkaufst, ne? Es ist dann ja, es ist dann irgendwie eine Halskette rot, eine Halskette blau, eine Halskette grün. Kannst du, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten bei Shopify. Du kannst entweder das Ganze über Varianten lösen, wenn du Varianten, wenn die Halskette über Varianten gelöst wird, heißt das, pro Variante hat die Halskette nicht immer eine unterschiedliche Seite, ne? Sondern es gibt eine generelle Seite und dann gibt es unterschiedliche Varianten. Dann weiß Google, aha, das hier ist also nicht weder doppelter Content, noch steht das hier in Kannibalisierung mit den Keywords und kann das dann entsprechend den Nutzern ausspielen. Wenn du aber sagst, ja, nee, ich will das aus irgendeinem Grund nicht über Varianten lösen, weil mein Shop hat zum Beispiel nur 5 Produkte, das ist das gleiche Produkt, aber unterschiedlicher Art und die sind einzigartig und ich will, dass alles, absolut alles indexiert wird, weil diese Varianten, die sind nennenswert, dann kannst du zum Beispiel hingehen und Google das Ganze mitteilen und sagen, okay, guck mal, das ist hier, also entweder kannst du dann deine Website dann da tatsächlich deine Pages so beschriften, dass du, dass das Keyword dann nicht Halskette ist, sondern Halskette Blau, Halskette Holz, Halskette Stahl oder was auch immer. Du verpasst dir also einen spezifischeren Keyword, ne? Das ist dann nicht schlimm, dass du immer wieder nur Halskette benutzt, weil du spezifizierst ja, was genau es für eine Halskette gibt. Wenn du aber sagst, naja, aber eigentlich ist es immer wieder die gleiche Halskette und da kommen auch immer wieder die gleiche Beschreibung rein, dann kannst du Google Bescheid sagen über sogenannte Canonical Tags. Auch da kannst du mal nachschauen bei uns auf dem Blog, da haben wir einen ganzen Artikel, auch wie man die implementiert, der ganz schnell Hintergrundinfos dazu. Damit, mit diesem Tag sagst du Google im Endeffekt, hier gibt es ein Original, das ist halt diese Halskette und es gibt einfach unterschiedliche Varianten davon. Dann weiß Google Bescheid und denkt sich, ja gut, dann kann ich hier diese Page ausspielen und das sind dann eben die entsprechenden Varianten. Ich hoffe, das ist klar. Wenn nicht, können wir es gerne am Ende auch nochmal auffassen, ja? Genau, weil ich sehe schon, ich habe zu viel gelabert, deshalb mache ich jetzt nochmal ganz schnell das, was ich am Ende nochmal sagen wollte. Achtet auf jeden Fall für eine gute SEO-Strategie, achtet auf eure Seitenstruktur, ne? Man könnte hier eine Umfrage machen, was denkt ihr, was für eine Linkstruktur die bessere ist, Nummer A oder Nummer B? Ich löse es auf, wir haben nicht so viel Zeit. Es ist Nummer B, denn ihr seht schon, es ist einfach übersichtlicher. Das heißt, wenn ein Nutzer eine bestimmte Frage hat zu Versand, ne, im besten Fall benötigt er nur einen Klick, um die Frage zu klären, vor allem wenn es um essentielle Fragen geht. Genauso wie wenn du deine Informationen in einem Blog sammelst. Das könnte jetzt, hier ist Versand, hier ist ein Blog und hier sind Zahlungsinfos oder ähnliches. Wenn das schon nicht von einer Kollektionsbeschreibung. Ne? Von den Kollektionsbeschreibungen gehen dann ab verschiedene Produkte und also, falls es nötig ist, dann von den Produkten kann es vielleicht noch irgendwelche Bedienungsanleitungen geben, die dann auf eine andere Seite verweisen. Was ihr aber nicht machen solltet, ist, euren Nutzern das super, super schwer machen und Informationen, die sie eigentlich an diesem Knotenpunkt schon wissen wollen, hier zu verstecken, weil da kommen die einfach nicht hin. Und achtet da einfach drauf, also arbeitet nicht mit so vielen Landingpages, macht eine ganz, ganz klare Struktur, eine ganz klare Navigation und wenn ihr euch nicht sicher seid, ob die Navigation jetzt klar ist, lasst eure Oma das einmal machen, die wird es euch sagen.
Ich habe es euch versprochen, mein absolutes Lieblingstool und das immer noch kostenlos ist von Google, das ist die Search Console. Was macht die Search Console zu einem sehr, sehr mächtigen Tool? Wenn ihr nicht wisst, ob ihr ein SEO-Problem habt, dann sagt euch die Search Console das. Es ist relativ einfach, sie zu verbinden, auch mit Shopify. Auch dafür haben wir auf unserem SEO-Blog eine Anleitung, wie man das Ganze verknüpft. Wenn ihr das, wenn ihr euch da nicht sicher seid, schaut da auf jeden Fall mal drin. Und es gibt ganz viele Daten in der Search Console. Konzentriert euch auf folgende Berichte, denn das sind eigentlich die wichtigsten: Darstellung in der Suche. Ne? Also wie wird meine Webpage da eigentlich präsentiert? Das erfahrt ihr in diesen HTML-Verbesserungen. Suchanfragen. Über welche Keywords werde ich eigentlich gefunden von den Nutzern? Ne, das werdet ihr in der Suchanalyse sehen und auch Informationen zu internen Links. Ne? Auch intern solltet ihr natürlich verweisen, wenn ihr in eurem Blog einen informativen Beitrag schreibt und auf eure Produkte verweisen wollt, weil das irgendwie sinnig ist. Hier wird die Search Console euch sagen, ob das zu viel ist, ob das zu wenig ist und was man vielleicht sogar noch kreuzverweisen könnte. Das ist also sehr, sehr, sehr nützlich. Und es wird euch darauf hinweisen, ob ihr Crawling-Fehler habt. Bedeutet, wenn ein Nutzer eine bestimmte Seite ansurft, die es eigentlich gar nicht mehr gibt, da habt ihr irgendwie was gelöscht. Übrigens, löscht niemals etwas einfach so, leitet vorher immer auf irgendeine Page weiter, niemals einfach nur löschen, weil dann passiert halt eben sowas. Diese 404 Fehlermeldung, irgendein Nutzer surft die Seite an und dann landet er auf einer 404 Nimmerland. Habt ihr bestimmt selbst schon erlebt, das Schlimmste aus Google-Sicht, was Nutzern passieren kann, weil wo bleibt da die Nutzererfahrung? Richtig schlimm. Also wenn ihr nicht wisst, wenn ihr eine Seite angelegt habt, die irgendwo verlinkt ist und ihr nicht wisst, was ihr damit machen sollt, leitet immer einfach pauschal auf eure Startseite, weil dann landen die nicht im 404. Genau. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Ich hatte gesagt, ja, hier, wenn ihr Fragen nochmal zu Eat habt, so ein Eat-Check mal machen wollt, einfach mal ein Gefühl dafür bekommen, wie funktioniert das alles mal. Ihr könnt euch auf jeden Fall hier unter dem Link, ich weiß nicht, ob die Jennifer nachher mal rumschickt oder so, die Präsentation an alle Beteiligten kurz anmelden. Genau, das wäre super. Wenn es für dich okay ist, gerne. Ja, absolut, absolut. Ihr könnt unserem SEO-Blog folgen, da posten wir auf jeden Fall immer auf regelmäßiger Basis Updates zu allem Möglichen, was euren Webshop betrifft, zu eurer SEO-Strategie betrifft, natürlich auf jeden Fall auch auf Shopify fokussiert. Und wenn ihr einfach mal Bock auf Austausch habt, schaut vorbei auf unserer Page unter E-Mails oder ihr habt Lust zu telefonieren, dann ruft uns einfach an. Vielen lieben Dank. Danke dir, Inara. Danke für die vielen tollen Tipps. Ich habe auch viel dazu gelernt. Sehr gerne, freut mich. Wir können gleich, ich sehe noch, Henny hat auch noch eine Frage. Und zwar, ich glaube, du siehst sie auch, aber er sagt eben, unsere SEOs haben im alten Shop Rich Snippets für die Produkte hinzugefügt. Mhm. Muss man das bei Shopify auch machen? Ist das bei jedem Theme mit dabei? Also sind vielleicht für alle, die das nicht kennen, das sind diese zum Beispiel Ergebnisse, wie du arbeitest mit einem Bewertungstool zusammen und du möchtest unbedingt, dass in der Google-Suche diese 5 Sterne zum Beispiel erscheinen. Das sind solche sogenannten Rich Data, also Rich Snippets, die werden dann in der Google-Suche direkt kommen. Bei Shopify funktioniert das? Nein, es funktioniert nicht automatisch, aber es gibt Apps, wie zum Beispiel die JSON-LD, so heißt die, du kannst diese Rich Data zur Verfügung stellen. Wenn es wirklich um Bewertungen geht, dann musst du aber mit deinem Bewertungsportal checken, ob die Google-Partner sind. Nur dann geht das. Ansonsten, genau, JSON-LD funktioniert super gut, aber bei diesen ganzen Rich-Snippet-Sachen ist da immer so ein kleiner Haken dran, weil Google bedient sich dieser Daten, die du da zur Verfügung stellst. Aber Google garantiert nicht, dass Google diese Daten auch wirklich nimmt und
so ausspielt. Das heißt, du kannst es zur Verfügung stellen, aber du hast niemals eine hundertprozentige Garantie, dass diese Daten dann auch wirklich so in der Google-Suche erscheinen. Das ist ja ein bisschen blöd, aber wenn Google das Gefühl hat, das bietet jetzt einen Mehrwert für die Nutzer, dass jetzt diese Sachen als Rich Data auszuspielen, dann macht Google das tatsächlich eher. Super. Henry, ich hoffe, damit ist es soweit geklärt. Ich hoffe auch. Ich glaube, er schreibt, ja, okay, vielen Dank, genau. Okay, super. Guck mal noch, was wir noch für Fragen haben. Ja. Bist du ja auch schon auf irgendeinen eingegangen, aber kannst ja vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, wenn es so ist. Ja. Zur Bayer Persona, wie man die denn am besten identifizieren kann? Ja, so ein bisschen am Anfang hatte ich das ja schon erwähnt. Die Bayer Persona, also ich meine, wir betreiben da so ein bisschen aufwendigere Analysen, weil wir mit unterschiedlichen Chips oder Händlern aus unterschiedlichen Branchen arbeiten. Aber diese Analysen, die kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Schaut auch da bei uns im SEO-Blog vorbei, da haben wir so ein bisschen aufgelistet, wie genau wir das machen. Schaut euch eure Wettbewerber an, wenn ihr selbst noch keine Kundschaft habt. Wenn ihr Kundschaft habt, unterhaltet euch mal mit euren Kunden. Unbedingt sucht den Kontakt, schaut in sozialen Medien vorbei. Wo halten sich eure Kunden, eure potenziellen Kunden auf? Sucht wirklich mal diesen Dialog, fragt die Leute, hey, ich habe dieses und jenes Produkt, ich bin gerade so ein bisschen auf der Suche danach, das zu optimieren, was ist euch wichtig bei diesem Produkt? Fragt, also macht wirklich Umfragen, sucht diesen Kontakt, es geht, es gibt da keine Shortcuts, sondern ihr müsst, um die Leute wirklich zu verstehen, müsst ihr mit den Leuten sprechen. Sprecht mit denen, was ist deren Bedürfnis, welche Emotionen verbergen sich hinter diesem Bedürfnis. Ne? Also warum würde ich jetzt Schuhe aus Merino-Wolle zum Beispiel kaufen wollen? Ne? Will ich, dass, keine Ahnung, meine Füße nicht schwitzen? Will ich, dass sie schön luftig sind im Sommer und schön warm sind im Winter zum Beispiel? Dann lohnt es sich, da lohnt es sich auch wirklich tief reinzugehen, weil das gibt euch ganz viele Anhaltspunkte darüber, was ihr in eure Produktbeschreibung reinpacken solltet oder auf euren Blog oder auf eure Startseite. So nach und nach ergibt sich dann eben so eine Buyer-Persona. Es gibt, wie gesagt, auch kostenlose Templates, denen man sich ja irgendwie bedienen kann im Internet, die so ein bisschen einfach einem helfen, das ist irgendwie so eine Form zu bekommen. Und seid so spezifisch wie möglich, wenn ihr zum Beispiel eurer Persona einen Namen gebt und die Persona-Fantasie reicht dann immer wieder, fragt, bevor ihr etwas launcht, hey, sag mal, was interessiert dich eigentlich, Marc? Ist zwar ein bisschen albern, weird, aber genau, also so könnt ihr eure unternehmerische Brille so ein bisschen ablegen, euch in die Perspektive der Persona wirklich reinversetzen und diese Persona tatsächlich fragen, hey, was willst du eigentlich wissen? Und dann diese Information dort zur Verfügung zu stellen. Okay, super. Super, Inara, ich glaube, es wird eng, deswegen würde ich sagen, am besten, wenn es noch Fragen gibt an sich, kann natürlich jeder Teilnehmer gerne an marketing@dofinder.com gerne Fragen stellen. Wir leiten die auch an dich weiter. Bin mir sicher, dass du da auch gerne noch Fragen beantwortest. Absolut. Und dann von meiner Seite aus, vielen, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Webinar. Ich glaube, du hast uns viel Info gegeben, auch für Leute, die wirklich da noch nicht so viel Bescheid wussten und gute Tipps mitgebracht. Und danke fürs Dasein und danke auch an alle Teilnehmer, dass ihr teilgenommen habt. Ja, vielen lieben Dank, auf jeden Fall. Genau, die Webseite hieß HubSpot. Auf jeden Fall, genau. Vielen lieben Dank auch an DoFinder. Schöne Veranstaltung. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und habt noch einen schönen, hoffentlich nicht allzu schwitzigen Abend. Super, du auch, ja? Danke. Einen schönen Abend und bis hoffentlich bald. Bis bald. Tschüss, mach's gut. Ciao.